Björn, ich bin's wieder, Kizuna Ehara, hier mit meinem Let's Play von Ace Attorney Investigations Miles Edgeworth. Beim letzten Part, böse Überraschung. Sollte eigentlich, wir sind jetzt hier in einem Flashback-Fall. Und das sollte eigentlich der erste Fall vor Gericht von Edgeworth sein. Aber, ja, der ehemalige Staatsanwalt, für dessen Vertretung er eigentlich sein sollte. Und der Angeklagte in diesem Fall sind tot aufgefunden worden. Jetzt wollen wir halt wissen, was genau passiert ist. Entschuldigen Sie, aber wer sind Sie? Inspektor Tyrell Batt, Mordkommission. Oh, ich finde den so cool! Ich wurde über die Sachlage informiert und bin so schnell wie möglich hergekommen. Aber wie konnten Sie vor mir hier sein und die Leiche untersuchen? Faraday wollte meine Aussage in der Verhandlung. Schlicht und einfach. Herr Faraday forderte Sie auf, hierher zu kommen? Oh, sein Theme hat so Swag! Ich tanze jetzt mal ein bisschen. So, genug gedanzt. Ich habe bereits die Zentrale über die Sachlage unterrichtet. Ich habe dir nichts zu sagen, Kleiner. Kleiner? Ich bin Herrn Faradays Vertreter in der heutigen Verhandlung. Demzufolge bestehe ich darauf, dass Sie mich auf den neuesten Stand der Dinge bringen. Ich kann hier keinen Rückzieher machen. Ich bin im Recht. Muss ich dir erst noch beibringen, wie man mit Erwachsenen redet, Kleiner. Droht er mir? Greift er etwa nach seiner Waffe? Nur ein Spiegel? Wie kann er es wagen, mich so hinters Licht zu führen? Dafür unter anderem muss man ein Bett lieben. Der Typ ist so... Oh Mann, das ist so cool! Faraday wurde erstochen und er hielt eine Pistole in seiner Hand. Der andere Mann, ein gewisser McCraw, wurde erschossen. Er hielt ein blutiges Messer in seiner Hand. Hat sonst noch jemand das Angeklagtenzimmer Nummer 2 betreten? Ja, der große Tollpatsch da drüben. Sein Name ist Gumshoe. Ach, hi, Gumshoe! Er soll diesen Ort hier bewachen. Er behauptet, dass sonst keiner den Raum betreten hätte. Wenn das der Fall ist, dann müssen sie sich gegenseitig getötet haben. Richtig. Vielleicht. So eine Unverschämtheit. Dieser Kerl stellt meine Geduld wirklich auf die Probe. Lass ihn doch, er ist cool! Warum wurde ich nicht davon unterrichtet, dass sie vor Gericht aussagen würden? Tötungsdelikte sind nicht mein einziger Job. Der Tabarazo-Fall ist ebenfalls meine Aufgabe. Sie sollten also die Charakteristiken des Yatagarasu erläutern, um beurteilen zu können, ob Herr Faraday wirklich der Yatagarasu war oder nicht. Sieh mal einer an. Anscheinend hast du ja doch ein Hirn in deinem Kopf, Sohnemann. Sohnemann? Ich bin nicht Ihr Sohn, Papa! Lass ihn, der ist cool! Okay, genug mit Tyrell Batt gesprochen. Jetzt kümmern wir uns mal um die Dame hier. Haben Sie eine Minute Zeit? Weißt du, ich rede nicht so gern mit Leuten, die ich nicht kenne. Besonders zu so einem Zeitpunkt. Ah, Verzeihung, aber dass ich mich nicht vorgestellt habe, bevor ich Sie belästigte. Mein Name ist Miles Edgeworth. Ich sollte Herrn Faradays Platz vor Gericht einnehmen. Edgeworth, Nie von dir gehört. Also ist Faradays Vertreter ein blutiger Anfänger, was? Sie sollten wissen, dass ich unter Manfred von Kammer studierte, Madam.
Halten Sie mich nicht für einen naiven Neuling. Halten Sie mich nicht für einen naiven Neuling? Du bist also von Kawas Schüler. Ich hätte es. Diese Kleidung sagt schon alles. Halt! Das sind die Gewänder von jemandem, der galant die Fakten präsentiert. Danke für den Lacher. Aber versuch nicht, mich ständig zum Lachen zu bringen. Okay. Kein Kunststück, Frau. Du brichst ständig in dummes Gelächter aus. Das ist so ihr kleiner Tick. Dergleichen habe ich niemals versucht. Mann, mein Scherz. Ich blöde doch nur herum. Ach ja, weißt du eigentlich, wer ich bin? Mein Name ist Callisto Yu. Und wenn du die Wahrheit sagst, sollten wir eigentlich vor Gericht gegenüberstehen. Ah, aber natürlich. Ich habe schon viel von Ihnen gehört, Frau Yu. Oh, aber natürlich, ich habe schon viel von Ihnen gehört. Du bist ein kleiner Schindler. Habe ich was Lustiges gesagt? Diese Frau! Ja! Die ständig mit ihrem plötzlichen Lachanfällen. Das ist echt so eine Frau, die ohne Grund plötzlich zu lachen anfangen kann. Könnten Sie mich bitte auf den neuesten Stand bringen? Ich weiß nicht wirklich etwas. Warum versuchst du nicht mit den Inspektoren da drüben zu sprechen? Wenn das so ist, weshalb sind Sie dann hier? Was ist so komisch? Es ist nur, dass meine Art und Weise so taktlos ist. Die Person, gegen die ich gerade noch vor Gericht angetreten bin, wurde vor kurzem ermordet. Ich kann nicht einfach in den Gerichtssaal zurückgehen und so tun, als sei nichts passiert. Das ist ein gutes Argument. Ich entschuldige mich, eine derart gefühllose Frage gestellt zu haben. Ist in Ordnung. Mach dir deswegen keine Sorgen. Mehr kann ich nicht mit dir reden? Na gut. Accepted. Weil sonst lachst du mir noch den gesamten Gerichtsgebäude kaputt. So, und jetzt zu dir. Hi, Gumshoe. Und sie sind... Wer, ich? Hey, Kumpel! Es gehört zum guten Ton, erst seinen eigenen Namen zu sagen, bevor man nach anderen fragt. Verstanden. Mein Name ist Miles Edgeworth. Ich bin ein Bezirksstaatsanwalt. Ein Staatsanwalt? Ich habe noch nie einen so jungen Staatsanwalt wie Sie gesehen, Kumpel. Ich habe Ihnen meinen Namen gesagt. Würden Sie mir nun Ihren nennen? Inspektor Dick Gumshoe! Ich habe erst kürzlich meinen Traum, Inspektor zu werden, erfüllt. Mehr als ein Traum. Ich wurde als Inspektor geboren. Moment. Vielleicht sollte ich erst mal prüfen, dass ich nicht in einem Traum bin. Dieser Inspektor ist definitiv zu aufgeregt, um an einem Mordschauplatz zu sein. Hi, Gumshoe. Bist du jung? Inspektor Gumshoe, würden Sie mir bitte alles über den Vorfall erzählen, was Sie wissen? Sie wissen, dass ich Ihnen gar nichts erzählen muss, richtig? Das weiß ich. Aber es würde mich für Sie ziemen, mich in alles einzuweihen, was Sie wissen. Wow, Sie sind aber stolz für so einen jungen Burschen, oder etwa nicht? Wie auch immer, Inspektor Bat ist der Verantwortliche hier. Also müssen Sie ihn wegen den ganzen Details fragen, okay? Was mich betrifft, ich habe die Tür zur angeklagten Zimmer Nummer 2 bewacht. Sie gehörten also zur Wachmannschaft. Haben Sie irgendwas Ungewöhnliches bemerkt, als Sie auf Ihrem Posten standen? Ich habe mich ziemlich erschreckt, als ich den Schuss hörte. Danach war ich wie erstarrt. Sie sind ein Inspektor und ein kümmerlicher Schuss bringt Sie so aus der Fassung?
Allerdings weiß ich selbst nicht, wie sich einer aus nächster Nähe anhört. Anschließend kam Inspektor Bat hergerannt. Wir gingen zusammen in Zimmer Nummer 9 und Nummer 2 und beide Männer lagen dort tot. Sonst noch etwas, an das Sie sich erinnern? Nein, das ist alles. Ich stand die ganze Zeit im Flur, aber nicht das Geringste von einem Kampf gehört. Interessant. Außer dem Schuss hat er sonst kein einziges Geräusch gehört. Well then. Let's keep that in mind. Frau Yu, hier ist jemand, der Sie zu sehen wünscht. Wer ist es? Ein Mitarbeiter der Kodopischen Botschaft namens Manny Coachen. Was geht hier vor sich? Inspektor Bats und Frau Yus Gemütszustände haben sich urplötzlich verändert. Moment mal, war Manny Coachen nicht... Ich bin sofort da. Es ist schön, Sie wiederzusehen, Frau Yu. Warum sind Sie hier? Ich habe kein Verlangen, Sie jemals wiederzusehen. Aber, würden Sie vielleicht für ein kurzes Gespräch nach draußen kommen? In Ordnung. Lassen Sie uns gehen. Bert. Von Karma. Lange ist es her. Ich wusste, Sie würden hier aufkreuzen. Das tun Sie immer, wenn der Yatagarasu involviert ist. Dieser Fall ist da keine Ausnahme. Kennen Sie Inspektor Bats, Sir? Ja, er ist wie ein alter Schweißhund, der niemals den Tatort verlässt. Wenn er doch nur endlich eine Beförderung kriegen und weiterziehen würde. Es sind die Tatorte, an denen ein Inspektor am nützlichsten und effektivsten ist. Oh, Bats! Oh, Bats ist so cool! Als ob ich das nicht selbst wüsste. Eine andere Sache, Bats. Der Mann, an dem ich gerade vorbeigelaufen bin. War das nicht der Verdächtige von KG-8-Vorfall? Ich hatte also recht. Wieso läuft dieser Mann hier einfach so herum? Dieser Faraday. Unglaublich, dass er so leichte Beute entkommen ließ. Ein Schwachkopf. Mit seiner Schuld in 3 Minuten bewiesen. Von Karma. Ich denke, Sie haben vorerst genug gesagt. Es ist geschmacklos, schlecht von Verstorbenen zu reden. Gut. So, zurück zum Thema. Ich übertrage Edgeworth die Leitung der Ermittlung hier. Miep? Oh mein Gott, eine kleine Franziska! Yay! Eine kleine, süße... Juhu, Franziska! Schaut sie euch an. Da ist sie erst 13. Ist die Knopf. Papa, wie kannst du ihm die Leitung übertragen? Franziska, was machst du hier? Ich bin zum Sommerurlaub hier. Was denn sonst? Franziska von Karma. Sie ist also zum Urlaub aus Deutschland hierher gekommen. Tja, no shit. Als 13-Jährige. Wow, wie geht das? Ein 13-Jähriger kauft sich einfach mal ein Ticket. Braucht man dafür nicht die Unterschrift der Eltern? Vielleicht war das die Fräulein Mama. Überhaupt, was ist überhaupt mit der Mutter? Whatever. Sie ist die Tochter von Manfred von Karma, seine Schülerin und mir untergeordnet. Du bist mir untergeordnet und vergiss das ja nicht. Du gehst nicht etwa praktischerweise der Anwaltsprüfung aus dem Weg? Ha, wenn du in der Lage warst, die zu bestehen, schaff ich das erst recht. Ich werde mir niemals erlauben, gegen dich zu verlieren. Niemals. Warum versucht sie bloß, mir in jeder Sache überlegen zu sein? Wie auch immer. Papa? Lässt du wirklich Miles Edgeworth den Fall übernehmen? Ja, das werde ich. Warum fragst du?
Nun, weißt du, ich werde bald selbst eine Staatsanwältin werden. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass ich eine bessere Arbeit abliefern werde als er. Typisch Franziska. Sie hat kein Problem damit, über jemanden herzuziehen, der direkt vor ihr steht. Bert. Ja? Diese beiden werden die Ermittlungen leiten. Was? Sie verlangt von mir, dass ich diese beiden Kinder auf den Tatort loslasse? Ha! Das ist die perfekte Gelegenheit für sie, um weiter an ihren Fähigkeiten zu arbeiten. Ein Tatort ist kein Spielplatz, an dem sich Kinder austoben sollten. Ich bin derjenige, der die Befehlsgewalt über diesen Tatort hat, Bad. Und Beschwerden werde ich nicht tolerieren. Edward, Franziska, ich überlasse den Fall euch beiden. Verstanden, Sir. Ja, Papa. Ich werde mich nun um den Papierkram kümmern. Denkt dran, ich werde nichts anderes als einen perfekten Bericht von euch akzeptieren. Enttäuscht mich nicht. Moment mal, von Karma. Ich habe dem immer noch nicht zugestimmt. Miles Edgeworth. Es ist schon lange her, Franziska. Das wird die perfekte Gelegenheit für uns, um herauszufinden, wer von uns der wahrhafte Wert ist, den Namen von Karma zu tragen. Würdest dich umbringen, zumindest mal ein Hallo zu sagen? Lange nicht mehr gesehen. Sehr gut. Du musst nicht den Hochmütigen markieren, nur weil du vor mir Staatsanwalt geworden bist. Sie hat sich kein bisschen geändert. Miles Edgeworth, wie ich sagte, werden wir sehen, wer für uns würdig ist, den Namen von Karma zu tragen. Verdammt nochmal, ich wurde so ein Babysitter degradiert. Wie es aussieht, konnte Herr von Karma den Inspektor erfolgreich überzeugen. Ha, gegeben. So ist er nun mal. Er versagt niemals. Also, ich würde es begrüßen, wenn Sie mir schnell die Fakten erläutern würden, Inspektor Bad. Du bist besser dran, wenn du die Sache selbst herausfindest. Nun gut. Es wird wohl eine sehr mühselige Arbeit werden, Hilfe von Inspektor Bad zu kriegen. Whatever. Let's just do this. Ach ja, so endet einfach mal dieser Debüt. Und schlussendlich wurde der Debüt der Fall Terry Fawless in Trials and Tribulations, wie wir den kennen. 10. September, 16.45 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Autsch! Das tut weh. Ist die einzige Erklärung, dass sie sich gleichzeitig getötet haben? Miles Edgeworth, du solltest anderen zuhören, bis sie fertig geredet haben. Wovon redest du? Ich werde es nur noch einmal sagen. Das ist ein Wettstreit, um herauszufinden, wer es wert ist, den Namen von Karma zu tragen. Ein Wettstreit? Derjenige, der die Wahrheit zuerst herausfindet, gewinnt. Also ist derjenige, der die Wahrheit nicht aufdeckt, eine Schande für den Namen? Exakt! Es ist mir egal, dass du vor mir ein Staatsanwalt geworden bist. Ich weigere mich einfach, noch mehr dumme Sachen aus deinem dümmlichen, dummen Mund zu hören. Ihre Sprechweise ist auch immer noch die gleiche. Fein, was auch immer dich glücklich macht. Heißt es, du nimmst die Herausforderung an? Noch einmal. Was auch immer dich glücklich macht. Ha! Also dann, lass uns die Ermittlung beginnen. Ich werde den perfekten Beweis finden und ihn ganz die Expertin, die ich bin, hübsch präsentieren. Im Wettstreit um die Aufklärung eines Verbrechens. Wie entzückend. Kindisch.
starke Kinder da drüben. Kind? Ha! Geschieht dir recht, Miles. Er hat dich gerade ein Kind genannt. Ich sagte Kinder, Kind. Wie könnt ihr es wagen, mich ebenfalls als Kind zu bezeichnen? Weil du ein Kind bist, Franziska? Ich mache, was mir gefällt. Ich werde nicht erlauben, dass ihr meinen Tatort verändert. Hey, Großer. Du wirst auf diese zwei hier aufpassen. Ja, Sir. Ja, Sir, Inspektor Bett, Sir. War schon wieder der Black Screen. Gottverdammt. So, Kinder, macht von nun an, was ich euch sage. Okay. Du kommst mir bisher nicht in die Quere, Gammel-Inspektor. Andernfalls wirst du meine Peitsche zu spüren bekommen. Dann du, Anwaltsknabe. Lass uns jetzt mit den Ermittlungen beginnen. Okay. Großartig. Jetzt behandelt mich sogar dieser Inspektor wie ein Kind. Alles klar. Zeit mit den Ermittlungen loszulegen. Auf geht's, Anwaltsknabe. Mein Name ist Miles Edgeworth. Erstens, Sie reden mich ab sofort mit Sie an. Zweitens, wenn Sie mich noch ein einziges Mal Anwaltsknabe nennen, wird es meine Pflicht als Staatsanwalt sein, einen Blick in Ihr Monatsgehalt zu werfen. Was? Ha! Da fing es an mit dem Gehaltssache. Und was würden Sie mit meinem Gehalt machen, nachdem Sie gesehen haben, wie hoch es ist? Das liegt ganz an Ihnen, nicht wahr? Wirklich? Klingt gut, Kumpel. Er ist so naiv. Well then, let's just start. Inspektor Bat, dürfte ich kurz mit Ihnen reden? Was ist los? Es scheint so, als ob sowohl das Messer als auch die Pistole als Mordwaffen benutzt wurden. Ja, scheint es. Das führt uns zur ersten Frage der Ermittlung. Wie haben sich die Männer die Waffen angeeignet? Die Pistole war in Faradays Tasche. Sie war ein Beweisstück, das während der Verhandlung vorhin vorgelegt worden ist. Sie wurde benutzt, um den Mitarbeiter der katholischen Botschaft zu ermorden. Aber ich habe nie etwas von dem Messer gehört. Herr Rell war in Untersuchungshaft. Er konnte es unmöglich hereingeschmuggelt haben. Was bedeutet, dass Faraday eventuell das Messer von Anfang an dabei hatte? Könnte es ein Beweisstück sein, das noch hätte vorgelegt werden sollen? Aber warum weiß denn Inspektor Bat nichts davon? Moment, was wenn... Es ist möglich, dass Herr Faraday das Messer als angeblichen Beweis ins Gericht schmuggelte? Er könnte es herausgeholt und Herrn Rell damit angegriffen haben. Vielleicht hast du ja doch etwas Krebs da drin, Kleiner. Will er mich ewig wie ein Kind behandeln? Es sieht so aus, als ob Herr Faraday zuerst angegriffen, woraufhin sich Rell verteidigte. Das ist der einzige logische Schluss, den man aus so einer Szene folgen kann. Noch nicht. Ich fühle, dass es noch zu früh ist, um voreilige Schlüsse zu ziehen. Ich muss erst schlüssige Beweise finden, um die Ehre des Namens von Karma zu bewahren. Okay. Na dann, wunderbar. Können wir gleich mit den Ermittlungen beginnen. Das war's von meinerseits und wir sehen uns das nächste Mal wieder. See ya, guys!